Gut. Geh mal bitte diesen Weg. Wir werden angegriffen. Okay. Brite, du nervst. Genau so. Jetzt kommen wir die Roya. Wir werden angegriffen. Die Roya. Auch nicht schlecht. So. Wir haben zwar nur einen Bomber, aber dieser Bomber muss mal ein bisschen was reißen, denn wir haben da ein kleines Trüppchen da vor Ort gesehen. Wir werden angegriffen. Die spawnen da weg. Ach, muss ich euch jetzt wirklich noch hier ein Krankenhaus errichten? Ja, gut. Machen wir auch noch. Kann ich helfen? Hauen wir hier noch einen Turm hin. Meine Güte. Es ist nicht zu fassen, ey. Ja, Panzersperren können wir nicht zerstören, das weiß ich. Das ist mir klar. Ja, aktuell ja. Gut, also Luftwaffe, merkt man schon mal, ist hier eindeutig zusammengebrochen. Ah, da sind sie nämlich. Da sind sie. Wir werden angegriffen. Was ist denn da schon wieder los? Mensch, was hast du mit meinen Bürgerinnen? Was haben sie dir getan, hm? Ich kann doch nichts dafür, dass du keine findest. Ja, er versucht es aber immer noch. Er will nicht aufgeben. Er versucht nach wie vor zum Stich zu kommen. Fertig. Also. Unverzügt. Ne? Ihr wisst, wie es gemeint ist. Hoffe ich. Ja, Kommandant. Speicher nochmal. Wir sind kurz davor, unsere nächste Stadt zu erobern. Das nach einer Stunde. Scheiße. Roger. Ja, Freunde, was soll ich machen, ne? Okay. Ist halt ein hartes Szenario. Ah. Keine Chance. Roger. Keine Chance. Mein Kommandant. Sie werden den Tag verfluchen. Problem ist halt seine Luftwaffe, die er hat. Wir werden angegriffen. Ach, guck mal. Menace! Vorwärts, Menace! Boah, was ist denn hier los? Erst die Granatwerfer. Tobt euch aus, Männers! Heizt ihn ein, Jungs! Sehr schön! Sehr schön! Ihr könnt euch gleich mal um die Kasernenkacke da kümmern. Bleibt mal noch in der Nähe, Jungs. Du bist mein einzelner Ingenieur, der für Krankenhaus und für X zuständig ist. Was? Oh ja, hier. Da ist noch einer. Und noch ein paar mehr. Ausschalten. So, ihr kümmert euch bitte mal um die Kasernen hier, um die Kasernenkacke da. Oh, ihr seht, Partisanen, erste Sahne. Die sind sowas von Gold wert, die Jungs. Pass mal auf, dreist. Nein. Dreist wie ich bin, hau ich da jetzt einfach direkt ein Krankenhaus hin. Ob es nachher unbeobachtet ist oder nicht, ist mir ziemlich wurscht. Aber Hauptsache, dass unsere Panzer mal repariert werden. Es ist gerade sehr laut. Habt ihr was gesagt? Scheiße. Worauf schießen die eigentlich? Ach, auf das Stadtzentrum. Panzer, schießt ihr mal zur Seite eben. Danke. Dankeschön. Sehr schön. Oh, Stadtzentrum ist auch schon mal zusammengebrochen. Wunderbar. Das läuft doch. Oh, die Balle entwickeln in der Gegend rum. Wie es sich gehört. Jawohl. Und es ist übrigens noch eine Kaserne. Panzer platt machen. Oh, dann haben wir Roy auch gleich schon mal unter Kontrolle. Sehr schön. Das heißt, wir haben nur noch einen Gegner dann vor der Nase und das ist Monty D. Wo ich mal von ausgehe, dass das eine richtige Scheißposition ist. Wir werden angegriffen. Ja, Kommandant. Sehr schön.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hat das Krankenhaus gebaut und keiner ist in Sichtweite. Also keiner ist in der Reichweite zum Reparieren. Aber doch. Ah, der hat aber gebaut. Der ist gebaut worden. Also jedes Mal, wenn die KI baut, das könnt ihr euch gerne merken, wenn ihr das selber mal spielt. Wenn die Einheit sich so bewegt, dann wisst ihr genau, dass die Einheit gebaut wurde. Weil steht die Einheit nach dem Erscheinen direkt still, dann weißt du schon, die ist gespawnt worden. Oder die KI, na gut, wenn sie inaktiv ist, dann baut sie nicht. Also die baut schon, wenn sie nur aktiv... sie baut nur dann, wenn sie aktiv ist, so. So, und sobald hier das Krankenhaus, sobald hier die Kaserne steht, Heckenschürze zum Bewachen und dann ist gut. Beziehungsweise der Bürger bleibt da sowieso erstmal. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die zweite Position gesichert. Ich weiß, es dauert alles seine Zeit, ja, das stimmt. Aber wir kommen voran. Das ist doch die Hauptsache am Ende. So, der Jäger ist fertig. Der fungiert jetzt nämlich mal als Aufklärer. Ich habe nämlich keine Lust, hier in irgendeine hinterhältige Artillerie-Geschichte nochmal reinzufliegen. Oder reinzufahren, eher. Aha, schick Jäger, okay. Keine Bomber mehr. Er hat zwar schon Bomber geschickt vor kurzem erst, aber bei der KI muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, nicht? Wir haben Rohr, aber die Verstärkung der Heeresleitung ist gering. Hoffentlich schaffen wir es bis Montdidier. Hat er mir jetzt irgendwas weggenommen? Nein. Wir haben alles noch zur Verfügung. Wir werden angegriffen. Ja, ja, dass da Flieger sind, das war mir klar. Wie viele Punkte haben wir denn bekommen? 5. Okay. Ja, Kommandant. Ja, der wird wahrscheinlich gleich abgeschossen. Alles gut. Positiv. Dafür ist er ja gebaut worden am Ende. Ja, ja. Alles gut. Okay, Jungs. Vorrücken. Panzer hinterher. Ich möchte nochmal erwähnen, das ist übrigens unsere erste Armee noch, ne? Also, das ist jetzt, keine irgendwie... Nicht die 5. oder 6. Es ist immer noch die 1. Mit der wir angefangen haben, diese Mission. Ja, also die wir von Anfang an gebaut haben. Ja, ein paar Soldaten wurden schon ersetzt, das stimmt. Auch ein paar Panzer. Aber ansonsten ist es immer noch die erste Angriffswelle. So, und der Bürger bleibt erstmal da. Ich hoffe zumindest mal, dass ich das jetzt nicht recht irgendwie... Sie werden den Tag verfluchen. Beim ersten Mal hat er uns ja leider jetzt den Bauhof, ja. Genau, den Bauhof hat er uns abgezogen. Nein, Manfred von Richthofen hat er uns abgezogen. In den Ruhestand geschickt, ja. Oder sollte er geschickt werden? Aber er hat keinen Bock drauf, kann man verstehen. Als Soldat, man möchte für sein Land kämpfen und dann will das Land das nicht. Hm. Mein Kommandant, Sie werden den Tag. Ich glaube, da würde ich mich auch als Soldat zur Wehr setzen und sagen, nee, komm. Die Engländer haben unsere Flanken angegriffen. Sie wollen einen Keil in unserer Armee treiben. Von allen möglichen Zeitmomenten kommt jetzt ausgerechnet, kommt er hier ausgerechnet jetzt angeschissen. Meine Fresse. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und ich habe natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Weil ich es nicht wusste. Gut, Freunde, was machen wir da? Richtig, wir laden. Ganz einfach. Dann bauen wir da erstmal nicht die Kaserne auf. Ganz einfache Geschichte. So. Wenn du meinst, hier Scheiße machen zu müssen, dann kann ich das auch. Das kann ich schon lange. So. Dann machen wir das nämlich erst dann, wenn die dritte Position gefallen ist. Und dann bereiten wir uns schön darauf vor. Glaub ich, spinnen, ey. So verarschen lasse ich mich von dir bestimmt nicht, Freundchen, ne? Also so haben wir schon mal gar nicht gewettet. So läuft das nicht hier. Dann bleibt der Typ erstmal beim Krankenhaus. Fertig. Ganz einfach. Es kann manchmal so einfach sein. Wieso habe ich den doppelt eingetragen? Ja, Kommandant. Damit habe ich nämlich echt nicht gerechnet, dass sie uns angreifen. Oh gut. Jetzt weiß ich Bescheid und kann mich entsprechend vorbereiten.
So sei es. Ja, Kommandant. Aber damit habe ich nämlich echt nicht gerechnet. Da haben sie mich kalt erwischt. Umso schlimmer, dass ich die Fokker nicht mehr bauen kann. Sie werden den Tag ich hätte nämlich viel lieber die Albatros verloren als die Fokker. Die Fokker ist nämlich echt gut. Oh, schade. Kommst von der Zeit her nicht ran. Das tut mir aber leid. Mein Kommandant? Oder wird der Trigger auch so ausgelöst? Das wäre jetzt mal gut zu wissen. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ob der Trigger jetzt dadurch trotzdem ausgelöst wird. Weil wenn das nämlich der Fall ist, ist es nämlich ein Gebietsauslöser. Also der auf ein Gebiet basiert. Sobald man ein bestimmtes... Die Engländer haben unsere Flotten angegriffen. Ja, alles klar. Sie wollen einen Keil in unsere Armee treiben. Ja, alles klar. Es ist ein Gebietsauslöser. Also Panzer, ihr müsst nach oben. Führt kein Weg dran vorbei. Und wir werden Verluste haben. Alles klar, es ist ein Gebietsauslöser. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, ja. Doch. Denn jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Also, Panzer hoch. Bomber werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Was ist da rot? Ach ja, die Panzersperren. Aber die Panzer, die sollten damit spielen fertig werden. Es werden natürlich welche flöten gehen, ja, zweifelsohne. Aber sie sollten damit spielen fertig werden. Dazu haben sie noch die den Turm-Support. Habe ich hier gerade einen Bürger irgendwie in Reserve einfach rumstehen? Mal so gefragt. Fertig. Nicht dich jetzt abziehen, weil ich würde nämlich gerne hier mal Häuser bauen. Dass die Leute zumindest mal ein bisschen Motivation haben. Das wäre nämlich auch für die Panzer ganz gut. Gut. So. Wir werden angegriffen. Machen wir nämlich aus dem Ding gleich mal ein Kapitol. Fertig. Gut. Dass ihr nämlich da gleich mal richtig schön Motivation habt. Na guck mal, der Offizier ist auch noch in der Nähe. Ich denke mal, das bezieht sich darauf, wie die Sichtbreite der Gebäude ist. Und sobald Einheiten außerhalb der Sichtbreite der Gebäude sind, gibt's auf die Fresse, genau. Genau so. So, nicht anders. So, die Panzer sind in Position. Die Häuser werden gebaut. Wir warten jetzt noch, dass das Stadtzentrum zum Kapitol wird. Bis dato müssen die Jungs da erstmal warten. Also das wirkt sich darauf nicht aus. Gut, dann können wir ja die Kaserne da bauen. Ohne weiteres. Da speichere ich aber nochmal unter Glück 3. Wohlüberlegtes Vorgehen, meine Damen und Herren. Noch haben wir ja alle Zeit der Welt. Sagt er und ist zu doof zum Schlucken. Entschuldigung. Ah. Ich hab mich schon gewundert, warum die Daft Boys einfach hier drin standen. Aber jetzt wissen wir wenigstens warum. Wir haben Rohr, aber die Verstärkung der Heeresleitung ist gering. Hoffentlich schaffen wir es bis Montdidier. Werden wir. Panzertrefferpunkte, ja? Panzerabwehrgeschütze. Kann ich die, warte mal. Reichweite-Trefferpunkte. Ich glaube, von der Panzerabwehr sollten wir nochmal den Angriff verbessern, weil die werden wir, glaube ich... Entschuldigung. Ich glaube, die werden wir noch brauchen. Ach, guck mal, das stärkt auch die Luftabwehr. Ja, auf jeden Fall. Das auch noch die Luftabwehr stärkt, auf jeden Fall. Siehste. Habe ich nämlich jetzt erst gesehen, gerade. Ja, Kommandant. Wenn das die Luftabwehr stärkt, dann muss das auf jeden Fall mit. Entschuldigung. Ah ja. Montdidier. Oh. Wisst ihr, wie gemein das ist, wenn man sich verschluckt? Das ist sowas von gemein. Wie sieht's aus, Kapitol? Du brauchst auch 4 Leute. Okay. Sehr schön. Das haben wir erledigt. Du gehst bitte zurück an die Flakstellung, die du auch so gleich mal reparieren kannst. Jetzt bin ich mal gespannt. Also die Häuser dürften eigentlich nicht den Besitzer wechseln. Weil, ich denke mal, spätestens durch den Heckenschützen hier, der ja wirklich eine sehr große Reichweite hat. 9 plus 5, Freunde. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist sagenhaft. Ja, 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 ja. Ich sehe euch. Ja, ja. Kommt nicht mehr so ran wie vorher, ne? So ein Scheiß aber auch.
Habe ich mir schon gedacht. Mein Kommandant. So, ihr könnt schon mal ein bisschen vorrücken. Aber Vorsicht. Bloß nicht den Gebietstrigger auslösen. Oh, seine Jäger kommen einfach mal weiter als dann. Ja gut, die Bomber haben halt weniger, ne? Ist klar. Und wenn er die nicht verbessert, hat er selbst schuld. Ja. So viel mal dazu. Also man merkt, was es für einen Unterschied macht, wenn die Flugplätze unten weg sind. Wie ich schon gesagt habe, die beiden Flugplätze, das waren echte Problemflugplätze. Aber sobald die im Eimer sind, wir werden alles angegriffen. Gut. Oh, jetzt werden wir aber auch richtig frech hier, wa? Mann, 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 ne? Gut, die sind fertig. Sehr schön, wunderbar. Oh, hier haben sie auch gleich nochmal ein Flugzeug abgefangen. Interessant. So sei es. Speichern wir nochmal. Ja. Das ist echt eine gute Kombination. Aber wie gesagt, ich glaube im nächsten Zeitalter sind sie gar nicht mehr baubar. Wenn ich mir das so recht überlege. Sie werden den Tag verfluchen. Ich meine, ab dem nächsten Zeitalter sind sie nicht mehr baubar. So sei es. Na, ist hier unten auch noch irgendwas Geheimnisvolles? Das sieht schon so komisch da aus, da unten. Ich habe ja den Albatros. Einmal aufklären, bitte. Ich brauche mal einen Aufklärer, der dort mal guckt, was da los ist. Ja, ja. Oh, da kommt gleich der nächste Kandidat. Mann, 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 Mann. Er versucht es immer wieder. Nein, genau das habe ich mir gedacht. Erste Bomber. Genau deswegen habe ich den Offizier nämlich da. Ja, sehr gut. So eine ähnliche Schweinerei habe ich mir nämlich schon gedacht. Na, kommst du nicht ran, ne? So ein Scheiß aber auch. Das ist so geil. Ja, es kommt aber raus, wenn man die Flugzeit nicht verbessert. Selbst schuld. Ich hätte ja die Flugzeit verbessert. Aber positiv. Wenn ich will, da hat schon, ne? Okay. Bauen Sie eine kleine... Ja, das wissen wir ja. Das ist ja nichts Neues. Was ist hier los? Warum er die Fokker hat, werde ich meinen Lebtag nicht verstehen. Weil es eigentlich ein deutsches Flugzeug ist. Aber auch die haben... Die sind nicht mal verbessert. Sehe ich ja jetzt erst. Auch nicht schlecht. Melden sich freiwillig zum Abschuss. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, Kommandant, positiv. Nee, hier ist einfach nur jede Menge Wald. Okay. Er hätte ja sein können, dass hier ein Flugplatz okay. versteckt ist. Ich traue es der KI zu, deswegen positiv. Immer mal so ein bisschen nachforschen. Okay. Also ich muss zugeben, ich hatte ja gesagt, Geschwindigkeit okay. verbessern ist normalerweise nicht so mein Fall. Okay. Bei Flugzeugen ist das, glaube ich, eine andere Kiste. Als bei Bodeneinheiten. Ne? Gerade weil es auch mit der Flugzeit zusammenhängt. So, jetzt warten wir nur noch darauf, dass der Trigger ausgelöst wird. Der die englischen Truppen da uns da vor die Haustür setzt, hätte ich jetzt gesagt, durch die Verschobene. Mein Kommandant, Sie werden den Tag verfluchen. Das Kapitol ist nämlich fertig. Na, dann komm mal her, Brite. Ich warte auf dich. Ich lasse sogar meine Flugzeuge für dich aufsteigen. Das enttäuscht mich nicht. Ja. Die Engländer haben unsere Flanken angegriffen. Sie wollen einen Teil unserer Armee treiben. Ach, die lassen das... Alter, die lassen einfach alle Gebäude draufgehen. Was sind das denn für Schweine? Verbrecher! Okay. Ich glaube, ich habe gerade ein kleines Problem. Der zerrannt mir gerade alle meine Panzer. Das finde ich nicht gut. Nein, wir brauchen neue Panzer! Her mit Panzern! Ne, 20 kann ich nicht bauen, aber... So 14 Stück oder so, ja. Hat er hier irgendwo noch eine Artillerie sitzen? Natürlich hat er eine Artillerie da. Mann, 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 Mann. Ja, der Jäger kann da natürlich nichts mehr machen, das ist klar.
steht da nur rum. Deine Kameraden sind alle am Kämpfen. Ja. Oh. Wir haben Rohr verloren. Rohr und Montdidier müssen gesichert werden. Soll die Mission Erfolg haben. Ja. Schon klar. Er hat mir meinen Bürger erschossen. Wahrscheinlich deswegen. Sehr schön. Hat er meine Truppen aufgerieben? Scheiße. Der hat mir meine Leute aufgerieben. Ich hab's nicht mitgekriegt. Der hat mir alle meine Leute aufgerieben, die Sau. Ich glaub's ja wohl. Der hat die mir alle weggehauen. Oh, dieser Kackbrite, er geht mir so auf den Sack, ey, ehrlich. Nicht im echten Leben. Oh, diese Kack-KI, ehrlich. Das gibt's doch nicht. Er hat an allen Fronten wahrscheinlich Truppen gekriegt und meint jetzt hier den dicken Max zu machen, oder was? Ich fass es nicht, oder? Hat er mir alle meine Truppen weggehauen? Vor allem, ich sag nur so, ja, ich habe ja noch meine erste Armee da. Ja, toll. Meine erste Armee wurde aufgerieben. Weil er meinte, plötzlich überall Truppen kriegen zu müssen, die Sau. Ich fass es nicht, ey. Focker, ihr geht jetzt mal auf Aufklärung. Was ist hier los? Warum hat er auf einmal so viele Truppen? Ich glaube, ich spinne, ey. Wir werden angegriffen. Gut, dass wir uns bei Perron so festgesetzt haben. Dann wird er wahrscheinlich an jeder Stellung wird er Truppen gekriegt haben. An jeder der drei Städte. Perron konnten wir noch verteidigen, aber ja, bei der geringen Bevölkerungsgrenze, was sollst du machen? Hätte ich jetzt Bevölkerungsgrenze 300 oder so, wäre es was anderes. Aber so? Ja, genau. Da steht er mit seinem blöden Kohlenkasten da. Ja. Scheiß KI, du. Ehrlich. Ja, habe ich mir gedacht. Wie jetzt? Mein unbewachtes Gebäude behandelt den Kohlenkasten? Frechheit. Glaube ich ja wohl nicht. Okay. Ich warte. Sir, jawohl, Sir. Ich warte. Okay. Kann ich helfen? Nee, ich finde das nicht gut, muss ich sagen. Ich finde ich wirklich nicht gut. Ich hoffe, das ist ein einmaliger Trigger. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal. Ey, dann kriege ich echt zu viel. Also wenn der nochmal kommt, also dann Prost Mahlzeit, ehrlich. So, haben wir alle Schäden behoben? Ja. Ein Stacheldraht werde ich bestimmt nicht beheben, weil dann habe ich nämlich hier gleich gar nichts mehr unter Kontrolle. Aber wenn der nämlich weg ist, dann ist der Flugplatz nicht mehr in meiner Kontrolle. Das geht nicht. Aber dass ich keine Focker bauen kann, das wurmt mich. Das wurmt mich richtig. Das habe ich echt nicht erwartet. Alter Schwede. Dass ich auf dem Arsch kriege, das war mir schon klar. Aber dass ich so auf dem Arsch kriege, vor allen Dingen auf die Weise jetzt auch noch, das hätte ich nicht erwartet. Beim besten Willen nicht. Ja, Kommandant. Ey. Ja, nicht lustig. Eieieiei. Aber freut euch, Freunde. Es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Spätestens ab der nächsten Mission, dann wird's richtig lustig. Ja. Wir werden angegriffen. Schon wieder. Vor allen Dingen die gesamte Stadt ist draufgegangen, ne? Nicht irgendwie ein paar einzelne Gebäude, die ganze Stadt. Fertig, Sir. Okay. Wie sieht's mit der hier aus? Sir, jawohl, ist die noch da oder? Nee, die ist noch da anscheinend. Wieso haben die denn die komplette Stadt hier ausgelöscht? Soll das denn? Das muss doch nicht sein. Schöne Stadt. Puh. Also ich habe nicht ein Gebäude der französischen Städte ausgelöscht. Hoffe ich jedenfalls. Und vor allem auch der gesamte Wald hier ist weg, ne? Sehe ich gerade. Die haben ja wirklich alles hier weggehauen. Okay. Wirklich ein radikaler Schlag hier. Einfach mal alles weg.
Und bis auf das eine Haus hier. Okay. Und das ist nicht meine Schuld. Ne? Möchtest du es nochmal betonen? Es waren nicht wir.